Hi ihr Lieben, heute gibt's mal ein ganz spezielles Video und zwar ein Temu Gadget Haul. Ich habe nämlich zum ersten Mal bei Temu bestellt und das möchte ich euch natürlich zeigen. Schaut unbedingt unten in die Infobox, denn dort habe ich euch alle Produkte verlinkt. Außerdem habe ich euch dort einen Rabattcode hinterlegt für ein 100 € Gutscheinpaket. So, wir beginnen mit dem ersten Produkt. Da habe ich mir hier Folgendes ausgesucht. Vielleicht erkennt der ein oder andere schon, was das ist. Und zwar ist das Nähkreide. Und dabei solche, ja, ich sag mal Stifte, Kulistifte, wo man dann halt die Nähkreide mit rausdrücken kann. Meinen Test hat die Kreide auch bestanden. Man muss auch überhaupt nicht feste drücken. Wir kommen zum nächsten Produkt, welches ich ausgesucht habe, und zwar dieses besondere Lineal. Das habe ich so vorher auch noch nicht gesehen und konnte es nicht sein lassen, es in den Warenkorb zu packen. Und das Ganze funktioniert so, dass ich hier vorab die Zentimeterauswahl treffe und dann einmal hier am Stoff dran lege. Und es funktioniert wirklich super. Und so können wir einen schönen gleichmäßigen Abstand markieren. Als nächstes haben wir hier diese Stoffschere. Ich brauchte so oder so eine neue und deswegen habe ich natürlich gedacht, dann bestelle ich mir doch direkt so eine super günstige Stoffschere mit und ich muss wirklich sagen, die schneidet wirklich super. Und wo wir gerade bei Scheren sind, dann habe ich mir noch folgende Schere hier mitgenommen und zwar so eine Zickzackschere. Braucht jede Näherin einfach ein Must-Have und auch die schneidet einfach super. Also für diese Preise wirklich Wahnsinn. Als nächstes habe ich mir hier diese Schrägbandformer mitbestellt. Sowas hatte ich auch noch nicht und ich bin wirklich sehr gespannt. Und wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass das so super funktioniert. Aber schaut selbst, ich ziehe diesen Stoff hier durch und er formt sich wirklich direkt, ja, einfach perfekt. Am besten bügelt man natürlich direkt drüber, so bleibt er natürlich dann auch so. Ja, Test bestanden. Dann habe ich mir noch ein paar Plastikspulen mitgenommen und dann habe ich mir noch zwei Rollschneider mitbestellt. Da bin ich jetzt mal wirklich gespannt, ich habe schon so viele gehabt und leider sind die oft nicht scharf genug. Erstmal mit einer Lage Baumwollstoff, ja, wie man sehen kann, wirklich super. Aber ich möchte natürlich auf Herz und Nieren testen und habe deswegen jetzt hier einfach mal noch 5 Lagen Baumwollstoff übereinander gelegt. Und auch das, wie man sehen kann, ein sauberer, leichter Schnitt. Dann habe ich hier noch diese Stoffclips entdeckt und musste die unbedingt mitnehmen. Das sind so feste, ja, Nählineale. Ich muss schon sagen, die Idee ist wirklich super, habe ich vorher so auch noch nicht gesehen. So kann man wenigstens schön gleichmäßig umschlagen. Was ich auch nicht liegen lassen konnte, war diese kleine Vintage-Stoffschere. Vor allen Dingen, um sehr kleine Sachen auszuschneiden, dafür ist diese einfach perfekt. Dann habe ich hier diese Handnähmaschine mitbestellt und ich war wirklich super skeptisch. Aber schaut selbst. Entsperren hier unten die Batterien rein. Und dann habe ich einfach mal losgelegt und ich muss sagen, ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach klappt. Klar, es ist ein bisschen Übung gefragt, aber vor allen Dingen so für in den Wohnwagen zu legen, dass man für den Fall der Fälle eine kleine Nähmaschine dabei hat, einfach super. Dann habe ich diesen Spurmagneten mitbestellt. Der hat wirklich einen sehr starken Magneten und den kann man hier, wie man sieht, einfach dran setzen, da wo man ihn braucht und den Stoff so darunter klippen und ab geht's. Und ich muss sagen, wirklich super, wird auf jeden Fall jetzt auf meiner Nähmaschine verbleiben. Und dann habe ich mir noch diesen Rollsaumfuß mitbestellt. Und ich sage euch auch da, ich war super gespannt, ob das so funktioniert. Aber seht selbst, auch das klappt wirklich super. Also wirklich eigentlich ein unverzichtbares Teil, wenn man näht. Also bei so manchen Dingen habe ich mich wirklich gefragt, warum ich die nicht schon vorher hatte. Auf was ich auch sehr gespannt war, war auf diesen kleinen Mini-Staubsauger. Ihr kennt es ja selbst, man hat immer diese kleinen Fussel und Flusen, gerade an der Nähmaschine, in der Nähmaschine. Und deswegen dachte ich, ja, bestelle ich mir hier einfach so einen kleinen Handstaubsauger mit. Und ich muss sagen, der hat richtig Power. Hätte ich auch nicht mitgerechnet. Wir haben hier zwei verschiedene Aufsätze. Und auch hier muss ich sagen, Test bestanden.
Also ich bin super zufrieden und der wird auch auf jeden Fall auf meinem Nähtisch verbleiben. So, und als nächstes habe ich diese Druckknöpfe hier bestellt mit Druckknopfzange und allem, was man dazu braucht. Es ist eine Anleitung dabei. Das ist die Druckknopfzange und dann haben wir hier verschiedene Druckknöpfe in verschiedenen Formen, zum Beispiel auch so kleine süße Sterne sind dabei. Und auch das funktioniert wirklich super. Also ich bin wirklich bisher von allen Produkten super begeistert. Hätte ich echt nicht so erwartet. So, dann habe ich mir hier noch so einen Korb, so einen faltbaren Korb mitbestellt. Einfach für Stoffreste, war mal wieder Zeit. Und ja, dann habe ich mir noch so eine große Wäschebox bestellt oder Kleidungsbox. Die habe ich mir aber mitbestellt, um meine Stoffe darin aufzubewahren. Vor allen Dingen die Stoffe, die ich nicht alltäglich benutze. Auch hier bin ich einfach nur begeistert, für diesen Preis so eine Box zu bekommen. Außerdem habe ich dann noch einige Stoffe mitbestellt. Mehrere Baumwollstoffe in verschiedenen Größen. Und auch hier hätte ich nicht erwartet, dass die Stoffe so hochwertig sind. Ich habe wirklich da so dünne, kleine Stoffdinger erwartet. Und ich bin wirklich begeistert. Hier habe ich mir noch so ein paar Patchwork-Stoffe mitbestellt. So, und dann habe ich mir noch dieses Schild hier mitbestellt, weil ich das noch ganz lustig fand, mir am Nähtisch hinzustellen. Und ja, konnte ich einfach nicht liegen lassen. Und das ist auch etwas, wo ich mich sehr drüber gefreut habe. Das ist eigentlich eine Kosmetikbox, ja. Ich habe die ein bisschen umfunktioniert für mein Nähmaterial. Und ja, wie man sieht, hier gibt es verschiedene Fächer in verschiedenen Größen, wo man alles schön reinräumen kann. Und ich finde, es sieht auch einfach schöner aus, als es einfach in irgendeine Kiste zu schmeißen und sich dann schön am Nähplatz zu platzieren, ne? Oder am Nähtisch. Und dann habe ich mir hier noch so einen Stoffschneidefuß mitbestellt, der den überschüssigen Stoff direkt wegschneidet. Allerdings konnte ich diesen jetzt nicht testen, da der nicht auf meine Nähmaschine passt. Da habe ich leider vorher nicht drauf geachtet. Dann habe ich mir noch weitere Kunststoffspulen mitbestellt, weil ich echt immer ein bisschen faul bin, die selber aufzuspulen. Und ganz ehrlich, die sind einfach so günstig. So, das waren alle Produkte von meinem Temu Gadget Haul und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt, dann schreibt es mir einfach in den Kommentaren und dann werde ich zukünftig weitere Bestellungen auch mit euch gemeinsam auspacken und testen. Ich muss schon wirklich sagen, ich bin wirklich skeptisch an die Sache rangegangen, aber ich bin wirklich total begeistert. Es ist nicht ein Produkt dabei, wo ich nicht zufrieden mit bin und vor allen Dingen, Leute, diese Preise sind unschlagbar. Alle Produkte sind unten in der Infobox verlinkt. Außerdem findet ihr dort meinen Rabattcode für ein 100 Euro Gutscheinpaket.